Sieht der Fersensitz bei dir auch so aus? Kommst du einfach nicht runter? Ah, dann habe ich jetzt eine Lösung für dich und das ist deine Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Britta Teutsch und ich helfe unbeweglichen Yoga-Anfängern dabei, sich beim Yoga von Anfang an göttlich zu fühlen, anstatt sich zum Hampelmann zu machen. Du siehst schon, heute habe ich hier was dabei. Nein, ich will mich nicht anschnallen. Es ist ein Yogagurt, der eine andere Bedeutung hat. Und wenn du schon ein bisschen länger hier bist, dann weißt du das ja auch. Mit dem Yogagurt können wir uns ein bisschen behelfen in verschiedenen Situationen. Meist machen wir eine etwas größere Schlaufe, um unseren Körper hier einzuschlaufen. Wie du dir denken kannst, geht es jetzt hier nicht um den Körper, denn ja, wer ist schon so dünn, außer Barbie vielleicht. Und wir brauchen einen Yoga-Block und dieser Yoga-Block kann uns helfen. Hast du folgendes Problem? Du würdest ja gerne im Fersensitz sitzen, aber geht nicht, weil deine Oberschenkelmuskulatur einfach total verkürzt ist. Erstmal eine ganz, ganz gute und beruhigende Nachricht. Du bist nicht alleine. Es geht ganz vielen so. Und es ging mir am Anfang auch so. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist jetzt überhaupt der Fersensitz, zeige ich dir kurz. Der Fersensitz. Sieht so einfach aus und ja, ganz ehrlich, als Kind früher, da haben wir ja ständig so gesessen. Meine Kinder sitzen auch ständig so. Aber irgendwann haben sich diese verdammten Muskeln hier vorne verkürzt und dann will man hier runterkommen und das ist so, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und ja, in vielen Yoga-Übungen wird der Fersensitz angesagt, zum Beispiel in der Stellung des Kindes und naja, in vielen anderen Übungen halt auch. Aber es ist jetzt nicht nur so was Kosmetisches, ne? Sonst würde ich sagen, komm, ist doch egal. Es ist jetzt zwar nicht überlebenswichtig, aber es ist schon gut für deine Kniegesundheit, wenn du diese Muskeln und Sehnen hier dehnst und wenn du die Flexibilität hast, wieder mit dem Gesäß hier hinten auf den Fersen zu sitzen. Also wenn du eh schon Knieprobleme hast oder du sie vermeiden möchtest, dann schau auf jeden Fall, dass du daran arbeitest, dass du diese Flexibilität bekommst. Und wir starten jetzt direkt mit der Übung, die super einfach ist und die dir hilft, die Flexibilität zurückzubekommen. Anstatt diesem Yoga-Gurt kannst du natürlich auch etwas ganz anderes nehmen, eine ganz andere Schlaufe wählen. Wenn du einen Yoga-Gurt zu Hause hast, super. Die kann man auch überall in jedem Sportgeschäft inzwischen kaufen. Vielleicht hast du aber noch einen alten Taschengurt, dann wird dir das auch helfen, denn das ist nichts anderes als ein Gurtband hier vorne mit einem Schieber dran, damit man eben halt die Länge regulieren kann. Und ein Yoga-Block, der hilft dir auch. Anstatt des Yoga-Blocks kannst du aber auch, falls du zu Hause hast, so eine Faszienrolle nehmen oder du kannst ein Buch nehmen und das dir unter dein Knie legen. Der Block, der Yoga-Block, dir wird gleich in etwa hier liegen, knapp unterhalb des Knies. Und da wird gleich unser Oberschenkel drauflegen. Das heißt, platziere dir den Block jetzt schon einmal hier so auf deiner Matte, wo gleich ungefähr dein Knie sein wird. Wir drehen uns jetzt gleich über die Seite und dann so, dass wir uns mit dem Bein hier auf den Block rollen. Dann ist es hilfreich, wenn du schon einmal den Gurt hier um deinen Fuß herum schwingst, dass du ihn gleich auch direkt an deinem Fuß hast. Man könnte das auch machen, indem man den Fuß erst einwickelt, wenn wir schon liegen, aber das ist deutlich, deutlich komplizierter. Und dann drehst du dich jetzt über die Seite und drehst dich hier so auf deinen Block. Da muss man noch ein bisschen verschieben, ein bisschen weiter noch nach unten, wie gesagt, knapp unterhalb des Knies. So. Und dann schau, dass du den Gurt außenrum führst. Und dich dann nach vorne drehst auf den Bauch. Und dann beginne jetzt den Fuß nach oben zu ziehen. Richtung Gesäß. Und dann merkst du höchstwahrscheinlich jetzt schon auch eine Dehnung. Vielleicht kannst du den Fuß gar nicht so weit zu dir heranziehen. Vielleicht geht es nur bis hier. Das ist egal. Was du nicht tun solltest, ist hier abzuheben, also dich hier auf die rechte Seite zu drehen, um die Dehnung hier zu stoppen, sondern schau, dass du mit der linken Leiste hier schön tief bleibst und halte die Dehnung aus. Sie sollte natürlich nicht zu stark sein. Aber auch nicht so schwach, denn wir wollen ja auch etwas erreichen.
Und dann kannst du gerne den Kopf hier auf deiner Hand ablegen mit der Stirn oder hier auf der Schläfe mit der Seite. Und tief in den Bauch atmen. Mit jeder Einatmung etwas gegendrücken mit dem Fuß und mit der Ausatmung noch ein bisschen näher zu dir heranziehen und in die Entspannung kommen. Einatmend wieder gegendrücken und ausatmend entspannen. Und so bleibst du dann für circa 1 bis 2 Minütchen liegen. Und natürlich machst du das Ganze dann auch zur anderen Seite. Du weißt jetzt, wie es geht. Wir sparen mir das Vormachen. Und so einfach hast du dann deine Oberschenkelmuskulatur, deine Sehnen, deine Kniesehnen hier gedehnt. Und du wirst feststellen, wenn du das regelmäßig machst, muss nicht täglich sein, aber einfach regelmäßig, vielleicht 2, 3 Mal die Woche das machst, dann, ja, dann geht es auf einmal besser. Und dann wird dir nicht nur der Fersensitz leichter fallen, sondern viele andere Übungen beim Yoga werden dir auch leichter fallen. Aber wie gesagt, du tust etwas wirklich Gutes für deine Knie und für deine Kniegesundheit. Und ja, ich denke, das ist aller Mühen wert. So, meine Liebe, das war's für diese Woche. Und in der nächsten Woche erwartet dich wieder eine neue Folge. Lass dich überraschen, was ich dann für dich habe. Und wenn du jetzt weitere ganz, ganz einfache Übungen suchst, mit denen du beweglicher werden kannst für Anfänger und wirklich keine großartigen Verrenkungen, dann hol dir hier unten meinen Yoga-Übungsplan 40 Plus, der wirklich ganz, ganz einfach ist und ganz einfache Übungen für dich drin sind. Und dann kommst du erstmal hier wieder in deine Beweglichkeit. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, mach's gut.